Wir wollten euch mal ganz langsam zeigen, wie das aussieht, wenn eine Fliege startet. Und nun seht euch mal an, was wir alles anstellen mussten. Also zuerst mussten wir Fliegen züchten, ist ja klar. Dann mussten wir ein bisschen Fleisch nehmen, aber es musste schon ein bisschen vergammeltes Fleisch sein. Die Fliegen, die mögen das nämlich, wenn das Fleisch so ein bisschen stinkt. Und ein Tröpfchen Wasser mussten wir zu dem vergammelten Fleisch geben, damit das Fleisch nämlich nicht austrocknet während der Aufnahme. Und das Ganze haben wir auf einer Drehscheibe aufgebaut. Auf einer Drehscheibe? Ist doch klar. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn die Fliege dann bei der Aufnahme da drauf sitzt, ist die bestimmt mit dem Rücken zur Kamera. Aber mit einer Drehscheibe kann man die ja so drehen, wie man sie gerne hätte. Dann mussten wir eine Glaskiste bauen, damit uns die Fliege nicht einfach abfliegt. Und als wir das alles hatten, da haben wir das Glas mit den gezüchteten Fliegen von unten gegen die Pappe gehalten. Und damit das Glas nicht runterfliegt, haben wir das befestigt. Und in der Pappe war jetzt ein Loch, da sollten die Fliegen durchkommen. Sie sollten eigentlich. Also, kommt schon, ihr kleinen Biestes. Da, jetzt. Die nennen wir jetzt mal Erna. Aber Erna ließ sich ganz einfach Zeit. Die krabbelte rum, wollte wieder zurück, machte einen Ausbruchsversuch. Und setzte sich erstmal in aller Ruhe hin und putzte sich. Nein, sie tut es nicht. Erstmal das Putzen dran, vielleicht kommt die große Nachtspeise dann hinterher. Und während Erna sich ganz gemütlich putzte, haben wir die Kamera schon mal fertig gemacht. Die sollte 4000 Bilder in der Sekunde aufnehmen. Das ist so schnell, dass man das Ganze nachher 160 mal langsamer sieht als in Wirklichkeit. Ja. 180 Grad? Ja, 180 Grad. Gut, dass wir die Drehscheibe haben. Das ist genau das, was wir befürchtet haben. Die war genau mit dem Rücken zur Kamera. Jetzt wird sie gedreht. Alles klar? Wir können starten. Aufnahme? Ja, ob das was geworden ist, das frage ich mich auch. Tja, ob das was geworden ist, das sehen wir jetzt. Also 40 Mal haben wir das Ganze versucht. Das ist der dritte Versuch, den ihr hier seht. Und beim dritten Versuch hat sich die Erna noch ein bisschen zurückhaltend angestellt. Also so ein richtig schöner Start war das nicht. Dann haben wir beim 23. Versuch zu der Erna die Frieda dazugesetzt, weil wir gedacht haben, naja, vielleicht fliegt sie in Gesellschaft etwas besser. Was ist passiert? Die Erna hat total gestreikt und die Frieda, das ist die, die jetzt da im Hintergrund ist, die hat vielleicht eine Bauchlandung gemacht, wie sie im Bilderbuch steht. Achtung, kommt gleich. Dann haben wir schließlich die Wilhelmine genommen. Die hat's gebracht.